Hallo zusammen, hallo liebe Weltenentdecker und ich begrüße auch die diesmal werden wollen zu einer neuen kleinen Gameplay-Folge Anno 1800. Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder dabei seid und reinschaut. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die letzte Folge. Ihr wisst ja, die hatte ich Anfang der Woche gebracht, beziehungsweise Ende letzter Woche. Und es war so eine große XXL-Folge, wo wir Mod Island angefangen haben zu bauen. Ihr glaubt ja gar nicht, was das für ein Support war, der. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Unglaublich in einer Anno-Folge. Also vielen lieben Dank. Wirklich ganz, ganz viele Kommentare, das ein oder andere neue Abo. Also ich muss ja da nichts wiederholen. Einfach nur ein ganz, ganz herzlichen Dank an jeden, der da reingeschaut hat, der sich ein bisschen mitreißen lassen hat, der ein Like da gelassen hat, gerne einen Kommentar. Und ja, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für euren gesamten Support. Was machen wir heute? Wir bauen heute selbstverständlich an Mod Island weiter. Ich möchte aber mal gucken, dass wir zumindest in den Besa noch so ein ganz kleines bisschen ankommen. Ihr wisst ja ganz genau, wir brauchen das Forschungsinstitut. Ich möchte dann bald mal die Gelehrten bei uns willkommen heißen. Denn schaut einfach mal bitte rum. Und was wäre denn prädestinierter wie so eine Insel hier, die wir dann einfach nur als Gelehrteninsel machen? Wisst ihr, was ich meine? Mit ganz, ganz vielen Forschungspunkten, die wir dann einheimsen dürfen, mit ganz, ganz vielen Waren. Da freue ich mich riesig drauf. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ich würde gerne ein paar Waren aus der Speicherstadt Die holen. Und Menschen lassen es sie gibt da so, hochleben. so viele Ideen. Ich will da gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Außer, ja, schauen wir zumindest mal, was wird. Übrigens, das Mod Island, das gehen wir auch nochmal im Stream ab, weil es gibt da noch einige kleine Gebäude, wo ich vielleicht noch ein paar Ideen hätte dazu, aber lasst euch da mal überraschen, ich überlege mir da was. Bis jetzt ist es ja so, dass, ne, ihr seht es, also wir dürfen jetzt hier aufsteigen. Insgesamt sind 30 zu 65. Die nächste Stufe wäre dann auch zufriedener Pescetaria, aber die Stufe 2. Und was wir uns dann im Stream angucken, sind halt dann die direkten Reihenhäuser der Arbeiter, vis-à-vis die direkten Reihenhäuser der Handwerker. Das lasse ich jetzt mal noch außen vor. Ich möchte hier jetzt erstmal ganz entspannt mit euch die ganz normale Mod Island aufbauen, ne? So viel steht fest, das machen wir heute entspannt. Jetzt habe ich festgestellt, zu den Oliven, die wir hier oben anbauen, beziehungsweise die wir hier verarbeiten, ne, zu wertvoller Olivenseife, haben wir ein Riesenproblem, weil eine Siederei, also der Olivenherstellungsverein, sage ich jetzt mal, die wird schon mit Elektrizität über Nates Windmühle versorgt. Und das Problem ist dran, dass das halt viel zu schnell geht. Also müssen wir hier nochmal anbauen. Ich würde jetzt hier gerne hier unten mal noch zwei Oliven anbauen, zwei Olivenfelder, dann sollte das eigentlich wieder pari pari ausgehen. Guckt mal, 6 auf 6, passt hervorragend. Und wir bauen dann einfach noch etwas weiter. Ich möchte heute die Siedlung noch etwas ausbauen, ich möchte sie verschönern. Ich möchte ein ganz kleines bisschen, wie soll ich das sagen, nicht nur verschönern, sondern ich möchte einfach versuchen, vielleicht ein bisschen Grünzeug hier in die Mitte reinzubringen. Ich möchte einfach mal gucken, was hier noch geht. Gerade auch zum Thema Schönbau, da haben wir ja sehr, sehr viel Platz. Vielleicht noch so eine schöne Allee mit so ein paar Bäumen links und rechts. Da kann ich mir schon das ein oder andere kleine Gimmick vorstellen. Lasst euch doch mal überraschen. Ich möchte in jedem Falle hier trotzdem gucken, dass wir hier unsere Siedlung noch etwas ausbauen. Da habe ich mir jetzt Folgendes vorgestellt. Wenn wir jetzt einfach die Blaupausenmodus mal einschalten, dann ziehen wir das ganze Ding hoch und dann machen wir hier den Kopiermodus rein. Guckt mal. Und wenn wir den dann drehen, guckt mal, wie weit wir hier eigentlich bauen können. Also wenn wir hier unten wenn wir hier das Öl auf der Seite mal komplett ignorieren, können wir eigentlich ganz, ganz weit ansetzen, ne? So wie das aussieht. Und das würde dann ähnlich hier so aussehen. Da haben wir hier vorne nur diese vier Ölpfützen. Deshalb das Forschungsinstitut. Mit dem Forschungsinstitut können wir dann bahnbrechende Erfindungen können wir dann entdecken. Und mit diesen Erfindungen können wir dann zum Beispiel die Ölquellen verschieben. Die können wir dann zum Beispiel an den kleinen Fleck ranmachen. Und so kann man unheimlich viel Platz sparen, ne? So, die vier Ölquellen, die gibt es. Das war es hier auf der Insel. Das ist tatsächlich so. Und wir könnten uns hier noch so ein kleines Stück könnten wir uns noch ausbreiten. Also, das ist alles kein Problem. Guckt mal. Einfach ran. Zack. Also, es ist schon jede Menge Platz da auf Mod Island. Ne, so ist es nicht. Und wenn wir jetzt mal sehen, dass wir hier 4.500 Pescetarier wohnen haben und die 4.500 Pescetarier, die brauchen 5 Tonnen Fisch, 5 Tonnen Gemüse, ein bisschen Käse, ja, das Getreide, das fehlt auch noch. Oliven, Brot haben wir noch genügend, Seife hätten wir noch genügend da, Werkzeuge müssten wir noch ein paar ankarren und etwas Milch hätten wir auch da. Also ich sag mal, wenn man dann hier anfängt, wirklich das Ding im großen Stil auszubauen, schon dann wirklich mit über 10.000 Einwohnern auf Mod Island, da können wir uns dann schon auf was gefasst machen, ne? Alleine, guck mal, alleine die Bilanz sieht hier sehr, sehr gut aus. Und ja, das möchte ich auf jeden Fall aufrechterhalten, ne? Ich möchte euch aber heute noch was zeigen. Und zwar, wie das jetzt ist, wenn man die aufsteigen lässt.
Okay, wir haben ja noch ein paar Ziegel da, wir haben ja noch ein bisschen Holz da, also von den Baustoffen ist eigentlich genügend da. Deshalb machen wir jetzt Folgendes: Neue Folge, neuer Turn, los geht's. Und zwar sehen die jetzt so Ach, welch aus. ein Luxus! Das ist der sogenannte Pesketarier, auch die zufriedenen Pesketarier, aber das ist der Pesketarier Handwerker. Wenn ihr jetzt das mal anguckt, ne, guckt mal, also das ist Gebäudevariante Standard, dann könnt ihr hier die anderen Gebäude gerne auswählen, ne, wie ihr das gerne möchtet. Na, in verschiedenen Farben. Sieht echt schön aus. Also, boah, vor allem das Bunte hier gefällt mir total gut. Na, guckt mal die Litfaßsäule an. Das ist ja der Knüller. Also sehr, sehr schön gemacht. Ne? Das könnt an jeder Häuserfassade, könnt ihr das gerne machen. Ne, geht da gerade ein bisschen hin und her. Mit der gedrückten Shift-Taste und mit V könnt ihr dann gerne hier auch die Häuser in sich etwas drehen. Was hier schön zum Beispiel aussieht, ist das hier mit dem wunderschönen Eingangsbereich hier vorne. Boah, das sieht echt schön aus. Also wie gesagt, hier gibt es so viele Möglichkeiten, selbst auf Mod Island, beziehungsweise mit den Pescetariern. Ist nur wärmstens zu empfehlen, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Und guckt mal, was die jetzt wollen. Die wollen selbstverständlich eine ganz, ganz andere, wie soll ich das sagen, die wollen jetzt ganz, ganz andere Speisen, Getränke, Waren, damit sie hier, ja, damit sie sich hier so ein bisschen vermehren können, beziehungsweise damit wir mehr Einwohner reinbekommen. Das wären unter anderem die Anzüge. Das wären unter anderem eingelegtes Gemüse, das wäre unter anderem die Sardinen, ja, das Weiterung vom Fisch und die Musikschule. Was sie am einfachsten zu organisieren ist, ist die Musikschule. Warum? Die können Ich wir einfach bedauere bauen. die Ja, die können wir Anwärter. einfach bauen. Im Reingeht zu die Bauern, Angesicht ihres hier müßigen gucken. Tagewerks weiß ich wieder. Hier ist die Musikschule, die können wir dann einfach hier ganz entspannt in die Mitte irgendwo hintrapieren. Das ist kein Problem. Zack und bauen und fertig. Na, das ist im Prinzip kein Hexenwerk. Damit kann man erstmal zum Anfang relativ schnell Pesketarier kreieren, wenn ihr das unbedingt wollt. Das ist kein Thema. So, jetzt habe ich das nochmal mit Pflasterstein ausgestattet. Das sieht gut aus, Musikschule überall drin. Also wunderbar. Dann gehen wir mal weiter. Übrigens, die gemischten Arbeitskräfte, die bleiben, ne? Also die gehen nicht verloren, nur weil ihr hier aufgestiegen seid mit den nächsten. Es sind einfach nur mehr Leute dann irgendwann. So. Okay, jetzt steigt's. Ne? Fünf Pescadaria dürfen wir hier noch begrüßen. Das passt. Da kümmern wir uns mal um die Klamottenproduktion bzw. eingelegtes Gemüse. Oder was meint ihr? Dann gehen wir mal los. Was brauchen wir denn für die Anzüge? Für die Anzüge, die gibt es hier. Da brauchen wir einen Hanfhof, da können wir eine Leinenweberei basteln. Ja, das sind die Leinen, die es eigentlich im Vanilla nur in Besa gibt. Die gibt es jetzt auch hier. Na, das ist kein Thema. Und mit einer Schäferei können wir dann in Verbindung mit einer Leinenweberei können wir dann die Anzüge bauen. Also das ist relativ einfach. Ich würde jetzt gerne hier einfach mal diese Verbindung fortführen. Dann muss ich leider hier die Axt ansetzen. Das tut mir echt leid. Ich werde das hier mal kurz wegreißen. Da wird man hier so ein, ja, damit wir uns hier so ein kleines bisschen Platz schaffen können. Denkt dran, wo ein Baum gefällt wird, wächst bei uns in Anno selbstverständlich ein anderer Baum auf einem anderen Fleck wieder nach. Na, kein Problem. Wie geht's? So, das geht gut. Herzlichen Dank. So, dann machen wir es mal. Wenn wir hier noch ein paar Depots anlegen, wie weit gehen die? Ach, das ist ja ein Traum. Das ist ja wirklich ein Traum, dass das so passt. Das hätte ich jetzt beim besten Willen nicht gedacht. Sehr cool. So, dann haben die schon mal komplett Zugriff. Und dann müssen wir anfangen mit diesen Hanfhöfen. Ich würde jetzt vorschlagen, wir bauen die genauso wie die Oliven. Und zwar setzen wir dann die hier einfach an. Guckt mal, das sind 128 Module. Das reicht bis hier hinter. Guckt euch das mal an. Ist das geil? Okay, das ist ja genial. Ja, nehmen wir das mit. Dann nehmen wir hier gleich den nächsten und den nächsten. Wir bauen zur Sicherheit mal vier. Ich sage immer, lieber ein paar mehr bauen wie zu wenig, weil zum Schluss ärgert man sich des Todes. Wenn man hier ein bisschen was vergessen hat. Jetzt machen wir es so, wir werden dann in der Zwischenzeit erstmal Leinenwebereien hier hinstellen. Dann werden wir ein paar Schäfereien basteln müssen. Die werden wir auch hier mitten reinstellen. Ich glaube, in der alten Welt waren das nur drei. Ich glaube, da werden wir das so machen. Wir werden das etwas komprimieren. Wir werden hier auch dann gleich das Silo hinstellen. Und werden dann hier gleich mit den Modulen bauen. Überlege ich nur eins, wo passt das auf. Das geht relativ easy. Entweder wir machen es direkt so, oder wir versuchen etwas Die platzsparender Menschen Richtung lassen sie Süden zu hochleben. arbeiten. Das mache ich auch unheimlich gerne.
einfach nur eine Schäferei anbinden. Dann bastelt man der Schäferei gleich das Silo hier unten ran. Und dann können wir hier auch gut und gerne, guck mal, ne, noch ein paar Module mit hinsetzen. Und hier unten entsteht dann die dritte Schäferei. Und dann wäre der ganze... Und dann wäre die Symmetrie wieder hergestellt. Na, passt. Wunderbar. Dann hätten wir hier so einen kleinen Schäferei-Spot. Hier oben dann die Leinenweberei. Ja, und dann könnten wir dann einfach beginnen. Ne? Hier unten ziehen wir jetzt mal einen Weg hier rein. Einfach so einen schönen Querweg. Dann werden wir uns die Dinger mal holen. Die ziehen wir gleich hierher. Sehr schön. Viele Besucher kürzen. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ja, wir brauchen, glaube ich, in jedem Nest, habe ich festgestellt, brauchen wir noch ein paar. Wir brauchen noch ein paar Besucherhäfen. Ne? Damit wenigstens ein paar Besucher zu uns reinkommen. Das generiert ja auch Geld. Das muss man auch so sagen. Das generiert ja auch wirklich Kohle. Okay. Ich hätte das ja gerne ohne das Silo gebaut, aber ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Die Silos benötigen dann Getreide. Ja. Getreide können wir hier nicht basteln. Streng verboten auf Mod Island. Nee, Spaß, alles gut. So, wie schnell bist du? Du bist auf 30 und du bist auf einer Minute. Okay, das heißt 4 zu 2, das passt. Hier würde ich gerne noch ein Depot anhängen. Das passt auch. Und hier, ne, das ist ja das Schönste dran. Hier kannst du jetzt hierher gehen und kannst jetzt die Dinger einfach kopieren. Und die kriegst du locker, gut und gerne 3 Stück rein. Das ist das Geile. Und du kannst sie dann einfach mit so Wegen verbinden. Ne? Also dann hier so zur Zierde noch einen Weg anschließen, wenn du das unbedingt willst. Und hier auch. Und hier oben kannst du dann auch nochmal voll mit reingehen. Kannst du, schätze ich mal, bestimmt noch 2, 3 Gebäude hinstellen. Boah, passt wunderbar. Ne? Einmal frei. Okay, dass das so genau passt, hätte ich jetzt beim besten Willen nicht gedacht. Aber wir stellen schon mal her. Wir stellen schon mal die wichtigen Leinen her. Wir stellen schon mal den Hanf dafür her. Und wir stellen hier die so wichtige Schafswolle her. Und mit all den Sachen können wir jetzt hier unten, würde ich jetzt sagen, machen wir hier unter den Depots. Fangen wir an, eine Anzugfabrik hinzubasteln. Zack. Und das ist er. Unsere erste, unsere erste Anzugfabrik. Wieso hast du hier Probleme mit deinem Barn? Sollte eigentlich keine Probleme geben. Wir brauchen sogar noch mehr. Wir brauchen sogar mehr Anzüge. 2 von 4, das ist wunderbar. Das passt einmal frei. Hanf ist 4 von 4. Schön. Und auch die Schafswolle. Also wunderbar, das klappt. Ne? Sogar, das ist sogar etwas viel. Da können wir sogar mal bei einer Schäferei sogar in den Pausemodus schalten. Also so viel steht fest. Wir brauchen nur 2 Gebäude davon. Nicht nur 1, sondern wir brauchen hier tatsächlich schon 2. Okay. Wir machen es jetzt so. Wir werden hier noch ein paar Ziegel anklemmen. Wenn wir einfach die Straße noch ein bisschen schneller machen. Deshalb habe ich gesagt, wir verschönern gleich etwas unsere Siedlung, damit die hier ein bisschen schneller agieren können. Mal gucken, ob man den Schiffen irgendwo... Nee. Ja, das... Ja. Flotte Segelinformation. So, kommt, dann fahrt ihr das Bier nochmal ab in die alte Welt, seid so gut. Augen gehen Himmel. Getreide, das war gerade Quatsch. Die 2 könnten wir auch nochmal nehmen, die könnten auch nochmal wegfahren. Dann würde ich sagen, wir holen uns noch etwas Stahl von Kingsgrove. Da fahren wir gleich mal runter nach Stahlberg und mit dem, das ist ja unser Expeditionsschiff eigentlich, das ist völlig egal, das können wir auch mal sehr, sehr gerne zum Handeln und zum Warenumschlagen benutzen. Ab in die alte Welt, ab nach Zantopolis, du holst ja dann auch noch ein paar Baustoffe. Was machen wir jetzt? So, und so wie es aussieht, wird hier schon Getreide angefangen. Ja, okay, wunderbar. Das könnte man sogar mit Silos schon ausstatten. Ne? Also bei den Schäfereien, das wäre kein Problem. So, Tonnage 1300, das macht uns hier nicht zu schaffen. Wir bräuchten hier nur noch ein paar Waren. Und dann geht das hier los. Wolle hätten wir genug, Leinen fehlt noch. Ja, das ist, weil wir dann hier hochfahren müssen. Ne? Wobei das eigentlich egal ist. Entschuldigung. Okay, die Anzüge laufen. Das ist schon mal wichtig. Das ist schon mal Fakt. Das wollte ich heute mit euch angehen.
Anzüge sollten sich hoffentlich auch gleich auffüllen. Dann haben wir den ersten Ton. Dann gehen wir mal weiter zum eingelegten Gemüse. Das eingelegte Gemüse gibt es gleich hier vorne. Irgendwo muss das bei den Handwerkern mit drin stehen. Hier gibt es dann die Sardinen, wie ihr das seht, ne? Und dieses eingelegte Gemüse gibt es nicht hier. Gehen wir zu den Arbeitern. Okay, mit einem Gemüsehof und der Küche kommt man dann tatsächlich zu eingelegten Gemüse. Wie viel wollen denn die denn da davon haben? Halt, schon eine Tonne. Also da müssen wir schon mindestens einen Gemüsehof mehr anlegen. Aber guck mal, wir haben ja so gut wie es geht nachhaltig gebaut. So, also machen wir dann gleich mal Gemüsehofparty. Wege sind dran. Von der Überfahrt zurückgekehrt. So. Also eine Küche könnte man dann hier mit anhängen. Ja, auch, wobei wir hier nur ein Depot haben. Aber das theoretisch würde es hierher passen. Das wäre kein Problem. Aber ich würde es gerne, wisst ihr was, ich würde es gerne etwas strukturierter aufbauen wollen. Wir bauen es ganz einfach mal hierher. 2 Tonnen. Dann mal bitte gerne holen. Dein Stuff. So, dann holen wir uns mal. Ich habe übrigens, ich experimentiere schon wieder mit neuen Mods. Das glaubt ihr nicht, das ist der Hammer. Ich habe letztens eine Mod gefunden, da gibt es nochmal mehr Spezialisten. Und wie viele mehr. Was ist denn das? Da ist ein Schiff innen drinnen. Guckt euch das an, das wird gerade gebaut. Helfen Sie mir, Ordnung ins Chaos zu bringen? Na, abholen, auf Chaos. Wir sind abholen. Es geht nichts über den Versuch. Ich schicke da mal in Luftschiff, okay? Ich glaube, das ist besser für die Gesundheit, weil so ein normales Schiff, das kannst du ja vergessen für deine Aufgaben hier. Wir alle müssen uns einmal für eine Seite entscheiden. Du hast recht, du hast recht. Da gebe ich dir recht. Sie haben viel getan. So. Gehen Siegel. Vorsichtig damit um. Das ist halt. Ab ins Cup, ab nach Mod Island Nummer 1, fertig. Nur das Wetter. Die alten Narben. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das Expeditionsschiff lassen wir da und wir nehmen doch die Royal Princess mit, würde ich vorschlagen. Bei der Royal Princess nehmen wir einfach nur etwas Holz mit. Wir sind alle nur willfährige Diener. Bei Expeditionsschiffe brauchen wir nicht, wir brauchen nur eins. Dann nehmen wir mal hier gut und gerne noch ein kleines Kontingent an Fenster mit. Stahlbeton haben wir ja sowieso nicht. Dann würde ich sagen, einmal Fenster noch. Dann darfst du auch gleich hinterher duckeln. Ab ins Cup. Das klingt immer geil. Ab ins Cup. So, die Fracht hätten wir aufgenommen. Das heißt für uns, wir müssen ab zur Prinzessin. Übrigens, die gute Dame hier, die ist schon losgefahren, gell? Die gute Dame hat hier aufgerüstet außenrum. Ich weiß nicht, ob das so besonders gut ist für die Gesundheit, aber wenn, dann müssen wir brauchen hier unbedingt Geschütze. Wir brauchen hier massivste Aufrüstung von allem, was wir haben, weil sonst kommst du hier nicht weiter und du hast hier wirklich nur ein paar solche Küstengeschütze. Ich meine, die haben schon schöne Reichweite. Die haben auch so gute Reichweite, auch die Big Berthas hier, guckt mal. Das Problem ist halt, die Big Berthas sind extrem langsam. Könnte man doch vielleicht versuchen, über eine Hafenmeisterei oder sowas zu verbessern. Aber trotzdem, die 4 Geschütze, die holen niemanden vom Ofen vor. Das muss ich so sagen, wie es ist. Und dann muss ich mal gucken, dass ich hier nicht dieses Gelände hier bis zu unserer Insel hier runter, bis hierher, guck mal, bis in dieser Meerenge, hier auf, also das ist hier so ein Tee bei mir, dass ich das nicht komplett vermine. Kunst hat Früchte getragen. Sie haben Sinn gezeigt. Integrität. Stattlicher als ein Xin. Alles klar. Wir haben Xin gezeigt. Jo. Danke. So, dann gucken wir mal nach den Minen. Ich hatte mir nämlich extra ein paar geholt. Guck mal, also nicht so viel wie geht. Augen gehen Himmel. Ich bin in einer Minute da. Du brauchst halt, um die Minen auszulegen, brauchst du schon etwas. Brauchst bin du schon. Schon in der Luft. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen das beim nächsten Mal oder vielleicht mal im Stream. Das ist alt und empfindlich. Du brauchst schon wo muss man ja anfangen? 2, 3 Luftschiffe, um die gescheit zu verteilen. Eine Abholaufgabe für 5 Ruf. Ich habe eine Taschenuhr. Willi, du machst mich alle. Ihr weißt du das? Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Willi macht mich, der macht mich alle. Okay, hier eine Wundertüte. Holen Sie Treibgut von da oben. Hammer, ich wollte gerade sagen, okay. Schiff vom Stapel gelaufen.
Ja, ist das Treibgut. Weiter geht's. So, und wo steht da Willi mit seinem... Ich will es gar nicht wissen. Ich will es echt gar nicht wissen. Die zwei könnten wir noch nehmen. Die könnten wir tatsächlich noch mitnehmen, alle beide. Und könnten die auch nochmal... Ja, könnten wir auch nochmal ein bisschen Stuff aufladen lassen. Für Mod Island. Das machen wir gleich. Ab nach Kingsgrove. Dann holen wir uns hier nochmal etwas Stahl. Und dann arbeiten wir ganz normal auf Mod Island weiter. Ne? Das wird ein Spaziergang. Das war aber die falsche Insel, mein Freund. Hey. Alles bereit. Wie hier die Zeit vergeht. Ne? Wie hier die Zeit vergeht. Gerade mal so eine kleine Ansage gemacht ganz am Anfang. Da gehst du rein in Mod Island, fängst an zu bauen. Es ist geil, es ist toll. Es macht Spaß, euch wieder mal was zu zeigen, euch mitzunehmen. Ich will euch ja noch gar nicht alles zeigen von der Mod, aber ich zeige euch mal so zwei, drei Dinge, die zum Beispiel sich durch die Mod umstellen. Als Beispiel, wir gehen mal zum Archie. Und ja, der Archie, der bietet, je nachdem wie weit ihr im Spiel seid, bietet er jetzt jede Menge legendäre Items an. Also alles bietet er an. Also komplett alles. Ja, je nachdem, wie weit ihr im Spiel seid. Unser lieber Eli, der bietet alles an, was episch ist. Da hast du noch zwei, drei Legendaries dabei. Aber normalerweise sollte das auch nicht mehr sein. Der bietet alles an, was etwas günstiger ist. Der bietet alles an, auch was ihr normalerweise, nicht so einfach bekommt. Gibt es hier alles mal so zum Abgrasen. Einfach nur mal, dass ich euch mal zeigen darf. Madame Kaina hat genau dasselbe. Die hat halt dann diese seltenen. Da gibt es auch zwei, drei richtig geile Spezialisten da drin. Könnt ihr stöbern. Und je nachdem, wie weit ihr im Spiel seid, könnt ihr halt runter oder hoch scrollen. Ne? Ihr seht es gerade, wie weit ich hier alleine hoch scrollen darf. Und übrigens, also alle drei NPCs, inklusive der Isabel in der neuen Welt, die bieten auch zum Beispiel, ne? Die Isabel ist noch so relativ normal, glaube ich. Nee, die Isabel, die bietet nur noch, genau, die Isabel, die bietet nur die ungewöhnlichen an. Hast du noch ein paar epische dabei, auch noch bestimmt noch ein, zwei legendäre. Na hier, gerade die Seeds. Aber die sollte eigentlich alles anbieten, was normal ist. Gut, jetzt außer die Seeds. Na, das sieht man ja auch. Vielleicht noch so zwei, drei Dinge fürs Museum. Alles schick. Aber sonst, ja. Das ist zumindest die Mod. Das war es aber noch nicht, was die Mod alles kann. Also die hat sehr viele neue Spezialisten auf Lager. So. Ein besonders lukrativ. Ja, ich weiß, es ist besonders, aber... Nee. Erstmal jetzt, tut mir echt leid. Bereit für Ihre Lieferung? Schiff vom Stapel gelaufen. So, wir machen nochmal eine Holzfuhre fertig, eine Ziegelfuhre. Und dann... Ihr Schiff ist von der Überfahrt. Und dann denke ich mal, haben wir jetzt alles, oder? Also, ja, mehr können wir jetzt bestimmt sowieso nicht mitnehmen. Wir könnten schon noch ein bisschen was mitnehmen, aber ja, da kommt, das ist doch jetzt so vieles gut. So, dann gucken wir mal. Sind denn schon ein paar Schiffe angekommen? Leider noch nicht. Aber das wird nicht lang dauern und die Schiffe kommen dann hier an. Ich glaube, unsere Schiffe sind schon angekommen. Wenn die hier schon die Region verlassen haben. Da unten sind sie. Die Wunder der Welt. So, das ist die 1, das ist die 2. Okay. Und das ist ein Luftschiff. Also wir brauchen mal noch ein bisschen was. Also ich sag's mal ohne Umschweife, dass es jetzt etwas schneller geht. Hageln wir mal noch zwei, drei Schiffe voll. Zwei, drei Luftschiffe ab nach Mod Island kommen. Ich denke mal, das Stahl wird nicht mal lange dauern. So. Okay. Was machen wir jetzt? Was wir jetzt machen, meine Liebe, wir holen uns noch ein bisschen Stahl. Zack, und ab nach Mod Island und weiter geht's. Und um das Ganze jetzt doch noch etwas zu beschleunigen, würde ich mal sagen, wir gehen auf zweifache Geschwindigkeit. Da ist auch sehr gut unterwegs, ne? Unsere Schiffe, guck mal, der verlässt sowieso gleich die Karte. Und die anderen, die sollten dann auch relativ schnell unterwegs sein.
Ja, guck mal. Guck mal, wie schnell hier das Luftschiff fliegt. Das ist der absolute Hammer. Hier kommt das nächste. Es ist schon für die Stahlroute prädestiniert. Hier kommt schon das erste Stahl. Absolut geil. Jetzt müssen wir halt nur noch mal auf ein paar Steine warten und dann sind wir alle Freunde. Schiff vom Stapel gelaufen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Die kleinen Luftschiffe, die haben es halt, ne? Ja, guck mal, endlich. Nummer 1, Nummer 2. Wenn wir da noch ein paar Items reinhauen, ich garantiere euch, das geht sowas von vorwärts. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sehr gut. Dann koste ich noch mal ein bisschen was. Auf euch. So, hier ist schon das dritte Schiff. Hier ist noch ein Luftschiff. Also das kommt jetzt alles nacheinander. Die brauchen ja nicht weit hochzufahren, ne? So wie ihr das seht. Weil guck mal, die kommen auch dann gleich hier an. Ne? Die kommen dann gleich hier von Westen wirklich rein. Seid so gut, alles abladen. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Sehr schön. Und dadurch, dass wir jetzt hier so ein... Von der Überfahrt zurückgekehrt. Vom Zeitmanagement her ein ganz kleines bisschen zurückgefallen sind, hängen wir es einfach hinten dran, oder? Jo, sind sie. Die sind alle... Die sind alle so glücklich. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, Queen. Du bist eine gute Frau. Herzlichen Dank. Wie sieht's denn aus mit La Fontaine? 79, 82. Ist es üblich, ein Gegengeschenk zu machen? Nahezu sicher, sehr wahrscheinlich geil. Okay, passt auf. Du siehst Willi im Wahn, vor Freude. Du hast recht, die Brunnen helfen den Menschen jetzt. Dafür sollte ich mir wohl ausnahmsweise mal selbst auf die Schulter klopfen. Danke, Bente, sehr gut. Bente Jürgensen fühlt sich geschmeichelt. Wir fahren fort. Habt ihr das gesehen? Bente Jürgensen fühlt sich geschmeichelt. Na dann. Das Sahnehäubchen für unsere Freundschaft. Oh nee, Bente. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, dann machen wir mal wieder die Spielgeschwindigkeit auf normal. Hast du mich? Das war's. Schon etwas ab. Ein Schaumfeuerlöscher. Okay, Brandgefahr minus 40%. Ja, das ist wunderbar. So, das war's aber jetzt. Ab nach Mod Island und weiter geht's. Also ihr habt gesehen, die Baustoffe zu organisieren, es macht schon sehr viel Spaß. Man muss halt ein bisschen verteilen, man muss selbstverständlich ein bisschen was vorbereiten. Habe ich ja soweit gemacht, soweit wie es ging. Aber irgendwann gehen einen auch hier die Baustoffe aus und dann muss man halt reagieren. Gut, weiter geht's. Ich fühle mich geehrt. So, guck mal die Bilanz an. 6-4. Anzüge sind da, eingelegtes Gemüse ist da. Und für die hier, wenn wir die jetzt aufsteigen lassen, das wollte ich im Prinzip euch noch zeigen. Wenn wir die aufsteigen lassen, kommen die von den Arbeitern zu den Handwerkern, zu den Ingenieuren. Das heißt, das wird ein ganz normales Ingenieurshaus. Deshalb, das ist eigentlich die Pescadaria der Stufe 2. Ich hoffe mal, dass vielleicht dieses Jahr noch, ich hoffe ja mal, ich drücke die Daumen ganz, ganz feste, dass hier der liebe Modder, dass da hier noch die Pescadaria der Stufe 3 reinhaut. Ne? Lieber Jacob, wenn du das hier siehst, vielleicht nimmst du nochmal ein Herz und bastelst an den Pescadaria noch ein bisschen rum. Macht unheimlich Spaß, mit denen zu bauen. Grüße gehen raus, mein Guter. Wir schauen mal, dass wir hier noch die letzte Produktion klar kriegen. Und zwar brauchen wir dafür Eisen. Na, da gibt es zum Glück auf der Mine, deshalb habe ich die ausgewählt. Wir brauchen noch etwas Oliven und wir brauchen noch eine Fischerei. Und wenn wir das alles zusammen haben, können wir die Fischdosenfabrik bauen. Dafür brauchen die garantiert ja mindestens eine Tonne, wenn nicht zwei. Wir werden etwas nachhaltiger bauen. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Große Fischerei steht. Wir bauen dann auch wieder zwei Baumschulen, zwei Olivenbaumschulen, bauen wir dann auch gleich an. Das ist kein Thema. Na, das haben wir ja relativ fix. So, das hatten wir auch. Und dann gucken wir mal, dann holen wir uns noch eine Eisenmine. Wo gibt es denn hier Eisenmine? 1, 2, 3. Das heißt, gibt es sowieso nur da drüben. Also, einmal über den Fluss gesetzt. Angedockt. Lagerhaus hingestellt und alles in Freude. Gut, dann hätten wir das. Dann werden wir hier final die Fischdosenfabrik, die werden wir hier unten. Guck mal, hier werden wir die hinbasteln, oder? Was meint ihr? Hierher? Die meisten Leute haben ganz schön Respekt vor einem Magier. Wirst nee, schon da sehen. Nicht. Dann bauen wir es hierher. Hä? Zweimal. Das war kein schlechter Scherz. So.
Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die jetzt vollständig auslasten können. Wir haben jetzt eine Bilanz gehabt von 6,4. Guckt mal, wie teuer diese Gebäude sind. Von 6,4 runter auf 5,5. Das ist, weil die halt im Unterhalt auch sehr, sehr teuer sind. Die Fischdosenfabrik kostet 200. So ein Olivenstand, so eine Baumschule kostet auch 150. Die Eisenmine ist nicht so schlimm. Auch die Fischerei ist nicht so schlimm. Aber die Gebäude hier sind schon richtig, richtig teuer. Auch die Küchen und auch die Anzugfabrik. Ne? Also schaut mal, 329, das schlägt schon zu Buche. Also das kann man sich so gar nicht vorstellen. Das ist schon teuer. Was wir noch machen können, ist mit den ganzen Baustoffen, die wir doch hier haben, unsere Siedlung noch ein bisschen weiter ausbauen. Und zwar würde ich das genau jetzt machen wollen. Na, da gehen wir einfach hier noch ein bisschen rein, bauen noch etwas unsere Siedlung aus. Es ist gut, dass wir dann mal wieder eine Challenge bekommen, wo wir wieder selber mal wieder ein bisschen reagieren müssen, weil einige Waren jetzt bestimmt jetzt langsam wieder zur Neige gehen. Sehe es die Gemüse, sehe es den Fisch. Ja, müssen wir mal wieder reagieren. Das ist richtig gut. Aber es lohnt sich. So, Gemüse scheint jetzt gut zu sein. Gehen wir mal zum Fisch. Also beim Fisch brauchen wir locker mal noch mindestens noch eine große, fette Fischerei. Wir können die zum Beispiel auch hier anbauen. Ne, so ist es nicht. Mehr als bereit. Okay, du bist auch da, das ist schön. Obwohl man im Kap, ich muss ja ehrlich gestehen, man braucht im Kap eigentlich keine Kriegsschiffe. Man braucht hier gar keine Flotte, weil da ist niemand, der uns hier irgendwie gefährlich werden könnte. Genau dieses System versuche ich auch in der Arktis. Genau das. Mal gucken, ob wir es hinbekommen. Jetzt wäre die Frage, hier könnten wir es bauen. Also wir bräuchten noch einen Weg, ne? Bitte dran denken. Bauen auch wieder etwas nachhaltiger gleich und bauen zumindest gleich mal eine. Wir bauen dann eine Fischerei mal mit auf, das passt auch. Als nächstes kümmern wir uns mal um Käse. Boah, schaut mal, was wollen die haben? Die wollen 12 Tonnen Getreide. Was? Ach ja, wegen Brot, ja. Oliven passt gerade noch so. Wir müssen uns jetzt um den Käse kümmern. Na dann, wo ist der Käse? Alles Käse, hier. Was führt sie zu uns? Ja, wir haben hier ein paar Probleme. Was führt sie zu uns? Probleme, immer nur Probleme. Das führt uns hier hin. Gut ist dran, dass wir mit den Silos nochmal unseren Output erhöhen dürfen. Und wenn die Silos dann alle dementsprechend bestückt sind, dann ist das ein einfaches. Wir müssten das drehen. Dann fliegt das Silo halt weg. Das ist kein Thema. Das stellen wir dann hierher. Die Waffenruhe wurde beendet. So. Dann hätten wir das schon mal deutlich besser angebunden. Das hier auch. Das läuft super. Das hier auch. Das Silo stellen wir dann einfach hierher. So, und jetzt hoffen wir mal, dass mit dem Silo, dass wir dann hier genug Fleisch erstmal rausbekommen. Entschuldigt. Bitte genug Milch hier über die Molkerei. Und dann brauchen wir ja noch Käse. Okay, wie sieht es denn aus mit der Milch? 6 Tonnen. Wir kriegen erstmal nur 6 Tonnen raus. Wir müssen die Silos noch bestücken, schätze ich mal. Ein Depot hier, ne? Es ist mir zu wenig. Ein Depot hier, könnt ihr sagen, was ihr wollt, es ist mir zu wenig. Klar, das sind 6 Laderampen, die sind auch gut und gerne in Betrieb, aber hey, das geht auch irgendwie besser. So, komm, dann bestück mal bitte das Silo. Das passt. Zack. Okay. Das läuft jetzt auch. Du hast 4 Tonnen drin. Das reicht erstmal für 20 Minuten. 16 Tonnen. Ne? Das seht ihr mal, was das für ein Unterschied ist. Also, wenn die Silos mit dran sind, da wird die Produktion einfach mal verdoppelt. Locker. Und das seht ihr hier. Ne? Waren. Nochmal, also das nochmal Milch mit dazu. Und zusätzlich jede dritte Tonne kriegen wir noch einmal Milch raus. Das heißt, eigentlich für jeden, also für den Hof, kriegen wir einfach nur eine Tonne mehr. Und das staubelt sich halt exponentiell auf. Und deshalb kriegen wir hier mindestens 16 Tonnen Milch raus. Wir arbeiten aber gleich weiter. Wir machen gleich mit der Käserei weiter. Hier. Da brauchen wir ja auch noch 2. Und ich glaube, spätestens jetzt wäre halt der Zeitpunkt. Boah, Mod Island, schaut mal 10,5, wie das wächst. Spätestens jetzt wäre halt der Zeitpunkt, mindestens mit dem Depot hier unten nochmal anzusetzen, links oder rechts, ne? Ah, das ist, ich glaube, das muss.
Es sind 3 Farmen, 3 Silos und nochmal 4 Betriebe. Das sind insgesamt 10 Stück für 6 Rampen. Ich weiß nicht, ob das so ausreicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aber gut. Schauen wir mal. Also Fisch, Bari, Bari. Gemüse, Bari, Bari. Wolle geht auf. Jetzt auch der Käse. Ne? Wird ausreichend produziert. Getreide, Farmen lassen wir uns anfahren. Oliven passt auch. Brot auch. Schaut mal, ne? Brot immer noch super, super geil. Gemüse auch. Eisen auch. Dann hier zum Beispiel, ne? Die Sardinen. Passt auch wunderbar. Nähmaschinen als Beispiel könnten wir mal noch mitnehmen. Ähnlich das Werkzeug, das könnten wir uns auch noch mal gönnen. Und alles andere läuft. Alles andere sind Selbstläufer. Also wirklich nur noch ja, Nähmaschinen vis-à-vis die Werkzeuge. So, da gucken wir mal. Das ist die Mühle. Wartet mal, ich überlege gerade, wo waren denn die Werkzeuge? Ne, das hat man vor uns erst gebaut. Da, direkt da dran. Ne? Hier war direkt die Werkzeugfabrik. Oder Werkzeugwerkstatt, wie es jetzt heißt. Barren lassen wir uns anliefern. Holz lassen wir uns auch anliefern. Das heißt für uns, es ist ein leichtes. Ne? Einfach hier drüben mal noch ein zweites angelegt und das ist gut. Oder wir machen es ganz anders. Nehmen hier einfach den Platz. Zack. Oder bauen hier noch so einen Zwischenweg. So, da können wir dort auch schon sehr geil reagieren. Und eine Ware war es noch. Die Nähmaschinen, ne? Wartet mal, die Nähmaschinen. Lassen wir uns die ankarren. Muss gleich nochmal gucken. Waren. Nähmaschinen? Nee, brauchen wir. Also Nähmaschinen brauchen wir hier. Deshalb würde ich jetzt Folgendes mal machen. Ein Luftschiff bitte nach Kingsgrove, gleich nach Stahlberg. Da machen wir gar nicht rum. Und wenn wir hier noch eins haben, dann würde ich sagen... Wir nehmen uns gleich ein paar Nähmaschinen einfach mal mit. Sicher, sicher. Wisst ihr, was ich meine? Erwarten neue Horizonte. Ja, hier ist Holz, ne, und das Stahlbahn. Also das passt. Wir müssen halt hier nochmal anbauen. Ne? Also hier muss noch was passieren. Die Stahlindustrie muss hier deutlich, deutlich größer werden. Da geht kein Weg dran vorbei. Die hier produzieren schon wie die Verrückten. Ich glaube, in einer Minute kriegen die hier gut und gerne 9 Tonnen raus. Da brauchen wir auch noch mehr. Da brauchen wir noch viel, viel mehr von dem Stuff. Ja, hat mir die Bilanz angeguckt, minus 5500, naja. Ist ja davon auszugehen, dass das halt was machen wir jetzt? Sehr teuer ist, was wir hier uns aufgebaut haben, ne, für so eine kleine Straße. Das ist wirklich teuer. So, aber kommt nichtsdestotrotz. Wir brauchen das, ran mit dem Zeug, fertig, da machen wir gar nicht rum. Und jetzt schauen wir uns gut und gerne nochmal in der Lebensqualität um. Guckt mal, Wolle. Wir klicken an, das holen wir uns. Wolle holen wir uns. Lehm ist leider auch so eine Sache. Das Lehmvorkommen können wir hier auch schließen. Ich muss aber euch ganz ehrlich gestehen, das ist genauso wie mit den Schafen. Ist jetzt so eine Sache. Ich meine, für die Anzüge könnten wir hier die Schafe drinnen lassen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich nicht die Schafe noch woanders... ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ob ich nicht die Schäferei, beziehungsweise die ganzen Schäfereien noch irgendwo anders herbekomme oder her möchte, weil wie gesagt, es ist ja Mod Island und Mod Island, wir versuchen alles zu bauen ohne Mods und die Schäfereien zählen leider in die Vanilla-Geschichte mit rein. Ne? Also müssen wir da davon ausgehen, dass wir das früher oder später, wir müssen das leider loswerden und jetzt überlege ich die ganze Zeit, wo ich das hintrapiere. Hier ist ja, guck mal, ne? Hier ist Schweinerei, das ist mein Peak Beach, meine persönliche kleine Schweinereien. Keine Angst, Bio-Stufe 4+, 4++ Ultra, denen geht es wirklich gut hier auf der Insel. Ich überlege aber, vielleicht hier, vielleicht von hier. Aber das reicht nicht, guck mal, Wolle, ne? Das reicht nicht, das reicht niemals. Ja, wir stellen ja auch hier viel zu viel her. Davon mal abgesehen, stellen wir hier einfach durch die Webereien einfach viel, viel zu viel Klamotten her. Das muss ich jetzt auch mal so sagen, wie es ist. Aber wir haben halt... Wisst ihr, was wir machen? Bereit für Ihre Lieferung. Wir holen uns das. Wir holen uns genau das. Wir machen ein Luftschiff fertig. Wir reißen die Schäfereien wieder ab. Komm, wir machen es richtig.
Und zwar machen wir es so, wir nehmen uns hier im Luftschiff weg. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Dann werden wir die Kontor werden wir so machen, dass wir hier reingehen in eine Luftschiffroute oder in ein Handelsroutenmenü. Werden nach Kingsgrove gehen. Und zwar würde ich zuerst ins Stahlwerk gerne ein paar Nähmaschinen aufladen. So viel wie gehen. Also ich würde gerne mal, ich habe keine Ahnung, arbeiten wir mal mit. Nee, mit, nicht mit so viel. Machen wir mal gut und gerne 20 fertig, okay? Arbeiten wir mit 20 Tonnen, das heißt 20 Minuten. Jetzt erstmal bei unserem Kontingent an Leuten. Und dann gehen wir hier hoch. Nee, das ist Pig Beach, das ist Open Jetzt Land. Jetzt haben Sie mehr Zeit für Ihre Familien. Ich bin stolz auf dich. Und da holen wir uns dann einfach Wolle. Nee, warte mal, war das Open Land? Das muss doch ja die Wolle gewesen sein, oder? Moment, das haben wir gleich. Ne, Moment, Pig Beach war's nicht. Stopp. Wo hat man denn? Hier, ein kleines Dankeschön für dich. Hier, warum wird denn das nicht angezeigt? Warum wird denn da Open Land nicht angezeigt? Open Land hat wir doch. Warum wird das hier nicht angezeigt? Ach, weil wir hier, wir müssen hier Waren laden. Warum wird das nicht angezeigt? Guck mal. Das verstehe ich nicht. Auch die Ziegel. Ach, weil wir, glaube ich, an einer anderen Insel stehen. Wir stehen an einer anderen Insel. Das ist das Problem. Komm, das machen wir voll. So. Und wir laden den ganzen Spaß. Hier, jetzt wird es richtig angezeigt. Und den ganzen Spaß laden wir im Cap Trelawney auf Mod Island, laden wir das einfach nur ab. Zack. So, und jetzt kann das Luftschiff gemütlich hin und her fahren. Für uns. Wir reißen jetzt hier die Schäfereien ab. Die reißen wir hier komplett wieder ab, weil gehört leider nicht zu Mod Island dazu. Muss man so knallhart sein, da muss man halt durchgreifen. So, einmal alles weg. Sehr schön. So, dann lassen wir das jetzt uns... Dann lassen wir das jetzt uns ganz einfach anliefern. Und dann würde ich sagen, hätten wir das heute einen ganz, ganz großen Schritt Mod Island hätten wir gepackt. Ich würde jetzt sagen, in der nächsten Folge beziehungsweise im Stream, dann würde ich das alles versuchen, noch etwas zu verfeinern. Als erstes würde ich hier schauen, dass wir hier die Post mit reinbekommen. Als zweites würde ich schauen, dass wir vielleicht von der neuen Welt noch ein paar Melonen hier organisiert bekommen. Weil alleine das Kontingent an Leute, schaut mal, was das an Bilanzplus hier uns verschafft. 10.000 Münzen auf Mod Island, unglaublich. Das kriegt man auf keiner normalen Vanilla-Insel hin. Wichtig ist für uns nochmal, ich bin erfüllt von Dankbarkeit. Keine normalen Gebäude. Alles nur Mod-Gebäude. Deshalb ist es unheimlich wichtig, dass wir uns die Melonen noch von woanders in, holen. Und bei der Post müssen wir halt eine Ausnahme machen. Es gibt halt leider kein so ein Postgebäude, was hier irgendwie ein Mod-Gebäude ist oder so. Zumindest wüsste ich keins. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Könnt ihr auch sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst, ob es eins gibt. Und dann würde ich sagen, für hier, heute und jetzt herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge Anno 1800 hier wieder dabei seid. Vielleicht im neuen Format, vielleicht bei einer Mod vorgestellt oder vielleicht auch im nächsten Livestream. Ist egal, ich freue mich auf jeden von euch und egal wo. Dann alles Gute, schönes Wochenende, euer Zanto. Ciao, ciao.